Cephalid, let's play. Aber das... was? Das war real? Wer hat das hier hingelegt? Die bessere Frage ist wohl, was ist das? Mystisches Wahlartefakt. Freund der weißen Ratten. Gassenmal. Kanal des Nichts. Hier ist nochmal ein Buch, was ihr lesen könnt. Was sehr, sehr lang ist. Das meine ich, sowas werde ich definitiv nicht vorlesen. Fechter. Mystisches Wolfshunde-Artefakt. Feuerwasser. Feuerfest. Ist noch so einer. Das ist sogar noch länger. Wenn ihr es lesen wollt, gerne. Einfach stoppen. Und lesen. So. Sanfte Berührung. Voyeur. Gute Lungen. Da haben wir noch eins, was so lang ist. Ich scroll da einfach langsam durch und ihr stoppt, wenn ihr das noch nicht gelesen habt. So. Mystisches Rattenartefakt. 500 Münzen. Mystisches Fischartefakt. Wasserratte. Schnelles Ausweichen. Und ich habe Okkultist bekommen. Und hier haben wir noch einen. Einfach stoppen und lesen. So. Wir haben was im Inventar. Knochenartefakte. 10 Artefakte können wir tragen. Gegner verfehlen dich häufiger mit Fallen. Du kannst etwas schneller schwimmen. Das werden wir auf jeden Fall mal reinmachen. Das ist gut. Das Geräusch von zerbrechendem Glas wird gedämpft. Feuerfest. Fechter. Kanal des Nichts. Mane. Weiße Ratten greifen mich nicht an. Okay, das da wird weg. Das brauche ich auch nicht. Machen wir es erstmal so. Und wir gehen erstmal runter. Soll ich für Samuel ein Bett bereit machen? Wenn Sie wollen, aber er wird's nicht nutzen. Warum? Er sagt immer, er könne nicht mehr in normalen Betten schlafen. Sagt, er wäre zu lange in der Marine gewesen. Können Sie das glauben? Oh. Der Holzhaufen dort draußen? Eine Hütte, die er aus einem Ruderboot gebaut hat. Ich frage mich, wo Admiral Havelock all diese Leute auftreibt. Tja. Darf ich mal bitte durch, danke. Lord Pendletons Erinnerung, Kapitel 27. Als ich 13 Jahre alt war, starb endlich meine verhasste Stiefmutter. Und Pendleton Hall war wieder friedlich. Auch wenn mein Vater zu diesem Zeitpunkt unter schweren Depressionen litt. In dieser heiklen Zeit trat Waverly Boyle in mein Leben. Sie, die mir noch ein Quell vieler zarter Erinnerungen sein wird. Okay. Das war gerade ein abruptes Ende, aber na gut. Das ist immer noch dasselbe. Corvo ist in guter Verfassung angekommen. Viel besser als erwartet. Schließlich war er im Gefängnis von Caldridge. Er scheint für uns arbeiten zu wollen und ist hoch motiviert. Er hat alles verloren. Wir werden sehen, wie er sich schlägt. Ich werde schauen, ob ich ihn persönlich testen kann. Okay. Achtung, Bürger von Dunport. Versuchen Sie nicht, Freunde und Familienmitglieder zu beherbergen und zu pflegen, die Blutspuren im Gesicht- und Brustbereich aufweisen. Die einzige Rettungsmöglichkeit ist, sie der Stadtwache zu übergeben, die sie zur Behandlung in den überschwemmten Bezirk bringt. Behandlung? Sicherlich.
eine Behandlung. Wir werden getötet. Gut, dann legen wir los. Zuerst einmal, ich weiß, Attentate sind ein schmutziges Geschäft. Aber manchmal müssen gute Männer schlechte Dinge tun, um die Welt zu retten. Unser Ziel steht fest. Wir wollen die Linie der Kaiserin wiederherstellen, Emily Caldwin finden und auf den Thron setzen. Um das zu erreichen, arbeiten wir im Verborgenen. Nehmen Sie auseinander, einen nach dem anderen. Heute Abend stirbt Oberaufseher Campbell durch Ihre Hand. Das wird nicht einfach. Er wird von seinen Aufsehern geschützt, einer Armee religiöser Fanatiker. Aber wenn es jemand schaffen kann, dann Sie. Ihre Taten sind legendär. Campbell trägt ein Tagebuch mit sich. Wenn Sie ihn erledigt haben, schnappen Sie es sich. Wir glauben, es wird uns Emilys Aufenthaltsort verraten. Sie lebendig zu finden, ist unser oberstes Ziel. Das wäre alles. Verlieren Sie unser Ziel nicht aus den Augen und schlagen Sie zu. Wir zählen auf Sie. Und noch was. Campbell hält einen ehemaligen Aufseher namens Martin gefangen. Er ist einer von uns. Wenn Sie ihn finden sollten, helfen Sie ihm, wo Sie nur können. Er ist ein Meister der Strategie und wurde bei der Arbeit für uns geschnappt. Es wäre gut, ihn wieder hier zu haben. Okay. Wieder lesen für euch. So. Alles klar. Lebt ein Teil der Seele im Herzen. Wenn das Herz weiterschlägt, wird dann der Geist nie ins Jenseits gelangen. Ich kann ein Herz mit Hilfe von Elektrizität für immer schlagen lassen. Aber was bedeutet das für die darin gefangene Seele? Es wäre einfacher, wenn ich darüber nicht zu nachtschlafender Zeit nachgrübeln würde. Ich gehe nur ungern Gedankengängen nach, die einem Traum entspringen. Hi Piero. Was kann ich für Sie tun? Lassen Sie uns über Verbesserung und neue Ausrüstung sprechen. Das wäre schon mal vorteilhaft. Wir haben 2400 noch was Münzen. Ich würde mir damit Armbrustpräzision, Armbrustreichweite, Kampfbetäubungsbolzen. Und dann fülle ich noch die Betäubungsbolzen auf. Ach, eine Rune können wir auch kaufen, die nehme ich gleich mit. Jo. Passt so. Kräfte. Nehmen wir Beweglichkeit, da kriegen wir ein bisschen mehr Sprung und Fallschaden wird reduziert. Wir können jetzt so eine Art Doppelsprung. Den hier. Der ist echt praktisch. Corvo. Hallo. Ich heiße Callista und arbeite für Admiral Havelock. Entschuldige, dass ich frage, aber es ist wichtig. Ich vermute, Sie werden den Oberaufseher töten. Diesen elenden Wicht. Ich weiß, Sie haben Besseres zu tun, als mir zuzuhören. Doch mein Onkel, Jeff Kernow, dient immer noch als Hauptmann der Stadtwache. Aber er ist ein guter Mann und mein einziger Verwandter. In unseren Kreisen erzählt man sich, dass Campbell soeben ein seltenes Gift erhalten hat. Und ich glaube, ich kenne den Grund. Mein Onkel ist nicht korrupt wie alle anderen. Und deswegen will Campbell ihn vergiften. Könnten Sie ihn beschützen? Das machten Sie doch. Vor ihrer derzeitigen Beschäftigung. Als Attentäter. Ich versuche mein Bestes, aber ich kann nichts versprechen. Der Morgen graut. Wir haben unseren ersten Auftrag. Als Assassine. Wenn Sie aufbrechen wollen, sagen Sie Bescheid. Bereit? Sagen Sie Bescheid. Na dann los. Bringen Sie mich zum Destillierbezirk.